Willkommen, Leute, zu Clash of Clans, die vierte Folge. Wir wurden angegriffen, Verteidigung verloren. Kann man nichts machen. Rathaus auf Level 3 verbessert. Erstmal 5 Juwelen erhalten. Wir haben einiges aufzubauen. Deshalb würde ich mal sagen, beginnen wir mal direkt mit den kleinen Sachen, die nicht lange dauern. Erstmal alles wild in die Gegend stellen. Wer kennt's nicht? Und danach werden wir beginnen, das Dorf richtig aufzubauen. Wir können auch die Clanburg machen, aber das machen wir später. Erstmal ein bisschen leiser machen, weil das ist schon ziemlich laut. Ach komm. Da. Da. Ah, ich dachte schon, es kommt gar kein Ende mehr. Verteidigung haben wir noch das hier. Ressourcen, die hier. Okay. Ja, okay. Also wir müssen das Labor noch einplanen. Und den großen Minenwerfer. Dann gehen wir mal auf alle entfernen und gehen wir mal dahin. Ja, ist in der Mitte. Dann einmal so. Einmal so. Hier, wo die Bauhütte ist, kommt dann der Minenwerfer hin. Dazwischen und alle verschieben, damit ich da ein bisschen mehr Platz habe oben, damit ich da eine Mauer ziehen kann. So. Gut, dann kommt da unten der Minenwerfer rein. Lager. Lager. Kaserne. Oben dann die Goldminen. Und Elixiersammler. Oh, Telefon. Komm gleich. So, da bin ich wieder. Icon erstmal dahin schieben. Ja, was wollte ich machen? Das hier. So. So, schieben wir mal das hier ganz an. Dann haben wir nämlich hier oben ein bisschen mehr Platz. Wir können dann noch eine Bauhütte hinstellen und es ist ziemlich eng hier, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Irgendwie muss ich den wegkriegen und den. Das kann ich jetzt schon mal wegmachen. Danach. So. Ach komm. So. Können wir noch das hier hin machen? Naja. Ziehen wir mal noch so eine extra Mauerreihe hier hin. Auch wenn das gar nichts mehr bringt. Das Dorf gefällt mir irgendwie nicht. Ich glaube. Ich ziehe das mal so ein bisschen auseinander. Oh, und das Labor habe ich auch ganz vergessen. Dann kommt hier das Labor hin und das mache ich jetzt mal so hin. So, irgendwie. Dann versuche ich das mal. Ah ne, kann ich vergessen. Ich wollte es noch ein bisschen weiter in die Mitte schieben. Och nö. Mist, jetzt wurden ganzen Riesen dahin geschoben. Ich hätte lieber mehr Bogies genommen. So ungefähr. Ja gut. Dann nehmen wir mal hier den Minenwerfer und machen den mal so irgendwie dahin. Damit der in 3 Stunden wenigstens schon mal fertig ist. Und ja, hier müssen wir jetzt fürs Labor farmen. Mit 8 Riesen. Das ist scheußlich. Und ich sehe gar nicht, was ich da für Beute bekomme. So sollte es besser sein. 2000 Elixier. Ja. Nur eine Kanone. Ein Minenwerfer, Bogenschützenturm. Ja. Ja, jetzt habe ich 2 Riesen komplett unnötig. Da mache ich halt noch einen hin. Da. Und Leute, immer ganz außen auch gucken. Weil manche setzen ganz außen irgendwelche Gebäude hin. Wie die Riesen des Rathaus zerstören. Schafft ihr... Oh Mann, wie wenig Schaden die einfach machen. ...50% geschafft. Noch mal ein bisschen leiser gestellt, weil es wirklich unerträglich. Oh, ein Stern für Elixier-Eskapaden. Ich habe scheinbar ganz viel Elixier geklaut. Uff, die alle jetzt aufs Goldlager eindreschen. Nein, kaputt. Und alle Truppen zerplatzen einfach. Cool. 20.000 Elixier gestohlen. Davon sieht man mittlerweile nichts mehr. Ich habe hier was gesehen. Bei Training. Riesenrums. Warte mal kurz. Ich krieg da 100.000. 100.000 Gold und 100.000 Elixier. Ich kann das nicht mal lagern. Was soll ich damit machen?
Also, ja. Ich will hier aber noch, doch noch zwei Riesen reinmachen. Ich habe nämlich gemerkt, sechs sind doch ganz nützlich. So, dann kann ich da gleich einen Cut machen. Und kann ich so lange auch das hier einmal verbessern oder das hier. Ja, ich denke, ich mache das. So, dann sehen wir uns in etwa 15, ja, 15 Minuten wieder. Ja. In 15 Minuten. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen mehr als 15 Minuten gewartet, damit das hier auch fertig wird. Dann können wir gleich zweimal angreifen. Und ja, suchen wir dann mal einen Gegner raus. Ich habe übrigens ausgerechnet, um wirklich was zu verdienen, muss ich in einem Kampf mehr als 2500 bekommen. Der hat hier 3500. Aber ja, in einem Level 14er Clan. Ich glaube, der hat ganz sicher was in der Clanburg. In keinem Clan ist ein Spieler, der off ist. Sehr lange schon. Wollen wir da mal angreifen? Lol. Die Kanone. Die greift die Bogies einfach nicht an. Mal kurz nach ganz außen gucken. Nö. Da ist nichts. Kann ja einfach Truppen hinter den Mauern platzieren. So, nur noch die Goldmine. Fertig. 100%. Später wird das nicht so einfach, hier 100% zu bekommen. Aber jetzt, wo die Gegner entweder die ganze Zeit nicht da sind, off sind, oder halt, ja, einfach nur grottenschlecht sind. Da lohnt sich zum Beispiel nicht. Da auch nicht. Ich gebe nämlich für die ganzen Truppen 2500 aus. Okay, der hat das gut gemacht mit den Mauern. Ich habe nämlich noch keine Mauerbrecher und die Riesen müssen dann einmal hier quer durchlaufen. Durch das Beet. So, einmal rauszoomen, nichts da. Dann kann ich schon mal. Oh, Moment mal. Ich kann da einfach Bogies hinsetzen. Hätte ich besser nicht machen sollen. Jetzt habe ich irgendwie 5 Bogies weniger oder so.
Hier könnte sogar knapp werden mit den Riesen. Weil da sind, ich glaube, drei. Jetzt nur noch zwei. Und die machen halt nicht so viel Schaden. Ah, doch, sie schaffen das. Locker. Hälfte schon geschafft. Kommt schon, Truppen. Beeilt euch. Diese Truppen sind echt schwach, muss ich mal sagen. Die sind so schwach. Die hauen da tausendmal aufs Rathaus. Und ein winzig kleiner Streifen geht weg. Die Bogies dagegen in großen Mengen haben viel mehr Schaden. Ja, okay, sie schießen halt auch öfter als die Riesen schlagen. Aber schon schwach irgendwie. Ich freue mich auf die Magier. Das wird cool, mit den Magiern dann anzugreifen. Und wieder gewonnen. 100% Sieg. So, also, die Folge ist jetzt gleich vorbei. Bis zur nächsten Folge habe ich hier unten das Labor aufgebaut. Ja, dann noch dazu muss ich diese einmal noch upgraden, auf jeden Fall. Eins von denen muss ich sogar, also ich werde eins von beiden, ich werde das upgraden und das vielleicht auch noch. Das hier werde ich dann auch vielleicht zweimal upgraden. Und ja, das mache ich auch noch. Und hier oben Goldmine und Elixiersammler mache ich erstmal auf 4. Gut, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da. Lasst eine positive Bewertung da, damit ich weiß, ob es euch gefällt. Und lasst auch ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, denn ab sofort kommen ein bisschen öfter Clash of Clans Videos. Bis zum nächsten Mal und tschüss.